Moin, wow, mir ist immer noch kalt, aber wir müssen weiter, ja, weitermachen, ne, auf der Suche nach Essen und ich glaube, wir eventuell mal ein Feuer oder so. Wir haben ja Messer, ne? Feuerzeug haben wir nicht, Notfallfackel bekommen wir, aber wir brauchen eine Hose, ne? Eine schöne Daunenjacke haben wir ja, aber die Hose, die also. Was? Und warme Hose? Bequeme und warme Hose, ey? Nee. Das ist eine bequeme und warme Hose. Warum frieren wir denn? Das ist allgemein kalt, ne? Oder gibt es dann noch so bessere Klamotten, sage ich mal, die ein bisschen von der Wärme schützen? Ui! 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 Jutebeutel, was haben wir da? Kräuterinjektur, braucht man das? Ich glaube nicht, ne? Kräuterinjektur. Können wir das direkt hier desinfizieren? Trinken. Man soll das, man kann es, glaube ich, ne? Aber man sollte, glaube ich, nicht so viel davon, ne? Komm, hau weg das Ding. War ja auch nicht viel drin, ne? So, ist weg. So, wir haben ja eine Waffe hier, ne? Da haben wir einen Stöcker, okay. Wegen Feuer? Aber wir brauchen was zu essen. Wir können ja jetzt kein Feuer machen. Ja, Gesundheit. Der ist natürlich immer noch krank hier, ne? Bin ja mal gespannt, wie lange der noch überleben wird hier. Da ist Sonne, da können wir eigentlich auch in die Richtung laufen. Oder wir gehen da oben mal hin. Was ist denn da oben? Nein! Ich glaube, ich bin schwer krank. Oder war die Kräuter Tinktur nicht so gut. Ach ja, wenn wir sterben, dann stehen wir wieder auf und fangen von vorne an, wie man es halt so kennt in DayZ. Gesundheit, du bist ja auch so, naja, krank. Aber Krankheit hier ist natürlich, ne? Da ist sogar noch ein Lagerfeuer drin. Aber wir kriegen das ja nicht mit der Dings an hier. Da bräuchten wir, glaube ich, ein normales Lagerfeuer. Nicht. Für die Tonne bräuchten wir den Streichhölzer oder sowas. 380 ACP, was haben wir denn hier? 380 ACP. Wir haben dafür aber kein Magazin, ne? Stimmt. Da war ja was. Da war ja was. Stöcker behalte ich mal. Waffe bringt dann nichts. Wir brauchen ein Seil. Dann können wir nämlich uns den Anfangs-Dingsbums da Jute-Rucksack craften. Guck mal, ein Reifen. Toll. Bringt uns nichts. Säge bringt uns auch nichts. Schloss bringt uns auch nichts. Wo gehen wir denn mal hin? Da hinten wurde, glaube ich, geschossen. Nicht ganz so voll das Server heute, Gott sei Dank. Dann leckt das nicht so. Gesundheit, wir gehen einfach mal looten. Lecker, ne? Lag das an der Kräuterfunktur? Wenn ich so eine schwere Krankheit haben sollte. Was ich glaube, so oft wie ich hier spuck, ja, dürfte ich auch gar nicht, also müsste ich auch langsam essen, dürfte ich mich nicht voll futtern. Eieieiei. Ich hoffe auf jeden Fall Tiere, diese Richtung da. Ich muss noch mal gucken, man kann unbedingt die Emotes irgendwie noch mal, kann man schalten, ne? Also, habe ich auch noch mal gleich die Emote-Taste. Muss ich beim nächsten Mal ein bisschen mal gucken. Okay, da sind schon mal Zombies im Haus eingesperrt, das ist schon mal nicht gut. Ja, Gesundheit. So.
Was ist das? Expo. Ach, wofür war das denn nochmal hier? Das sind Zombies, ne? Ein Schabernack von der Hand geformt werden kann. Erfahrung um harte Oberflächen. Ach ja, ja, ja. Zu reparieren. Nee, das brauchen wir jetzt nicht. Zange brauchen wir jetzt auch nicht. Immer die Schaufel in die Hand. Oh Gott. So, Blutung im Auge behalten, Zombie-Dame nichts gedroppt. Brunnen wäre jetzt nicht schlecht, ne? Ich glaube, hier sind überall Zombies eingesperrt in den Häusern. Was liegt da denn? Ich bin so und F ist das nicht E. Guck mal hier. Plastikflasche. Ich habe keinen Platz mehr, ne? Messerschneide kann ich nicht anlegen. Die Mütze, warte mal. Die wäre doch vielleicht besser als die. Die schmeißen wir, auch wenn es blöd aussieht, die schmeißen wir mal weg. Die schmeißen wir mal weg. Hallo. Dahin. Milchpulver, getrocknet, oh, Milch mit unserer Haltbarkeit und sehr nervt, kann auch getrocknet verzehrt werden, macht aber sehr durstig. Ja, Durst haben wir natürlich, gefrorenes Wasser, leg mal die Schaufel weg. Wir brauchen hier Essen. Wir dürfen ja nicht so viel essen, das ist das ja hier. So, das Wasser müssen wir natürlich auch mitnehmen. Beschädigt, das kann ich auch nicht mehr benutzen hier, ne? Aktivieren. Ob es noch was bringt, ist die große Frage. Beschädigt. Hast du ein Magazin drin? Ja. Aber es ist beschädigt. Was ist da für Munition überhaupt drin? LR-Munition. Ach komm, die brauche ich jetzt nicht. Das Wasser brauche ich. Und zum Feuer machen? Mit dem Wasser? Aber das Wasser, weiß ich nicht, ob das Gift ist. Sonst wegen Feuer machen, wegen Brunnen. Aber ich brauche Trinkwasser jetzt. Gesundheit. Rinde. Ich muss mir gerade mal Rinde holen und dann müssen wir das Ganze mal ein bisschen austesten hier. Habe ich die Waffe jetzt mitgenommen? Meine Schaufel? Habe ich jetzt irgendwas liegen gelassen? Nee, ne? Laufen die da rum oder läuft da noch ein Spieler? So. Ja, mal tauschen hier, nimm die Rinde mal mit. Ach, ich muss ja den auch noch zerkleinern hier. Ah, das ist so blöd, wenn man das jetzt keinen Platz hat. Ein Seil haben wir auch nicht. Die Schneide. Schmeiß mal die Schneide weg. Nimm mal die Rinde da. Zack, zack. Stock in die Hand. Zerkleinern. So, drei Stück. Ich könnte mir jetzt eine Tonne suchen, aber das machen wir jetzt mal ohne Tonne. So, Lagerfeuer herstellen. Testen wir mal gerade, ob das geht mit der Fackel. So, ja. Also, brennen wir an, da, pack mal rein. Okay. Ups, was denn? Aktivieren, achso. Anzünden. Sehr nice.
So, Feuer brennt. Okay, wir haben nicht viel. Wir müssen, obwohl wir müssen hier die Rinde, packen wir die Rinde rein. Ach, das ist nur an. So, Treibstoff sind drei Stöcker drin. Okay, wir müssen das Wasser daneben hinstellen. Hier. Da steht nämlich gefrorenes Eis. Das muss jetzt auftauen. Man kann das auch direkt ins Feuer reinlegen, aber dann geht das ratzfatz. Also eigentlich viel zu schnell. Deswegen warten wir jetzt mal. Das Teil kannst du jetzt eigentlich hier. Guck mal, unsere Temperatur steigt auch. Wasser ist natürlich ein bisschen weiter unten. Also niedrig. Oh, muss denn der ran? Noch ein Stück. Ja, genau. Jetzt geht der Fall wieder um. Man muss sehr, sehr close, ja, ran ans Lagerfeuer, dass es einem warm wird. Oh, wegen dem Wasser gucken. Kaltes Wasser. Eiskalt, kaltes Wasser. Ich bin schon aufgetaut. Und aufgetaut. Ich müsste noch mal ein bisschen raus. Stöcke oder so holen. Das Feuer geht nämlich gleich aus. Ich muss wegen dem Wasser aufpassen. Wasser. Ich glaube, jetzt ist das gut. Ich hoffe, es ist sauber. Wir hauen es einfach rein. Wir haben nur was. So. Viel haben wir denn noch da drin? Ja, ein bisschen haben wir ja noch. Das war schon gut, ne? Aber ich will nicht so viel. Ich will ja nicht wieder mich übergeben, ja? Guck mal, wegen der Wärme, das ist schon ordentlich gestiegen. Ich glaube, das reicht erstmal. Erkrankt sind wir sowieso. Ob das Wasser jetzt in der Flasche jetzt gut wäre oder nicht, ist eigentlich egal, weil wir sind eh krank. Wir haben Husten, wir haben Schnupfen ab und zu, ja. Vor allem ab und zu mal übergeben und so, es trinkt wieder runter. Komm, wir hauen noch mal was weg. Das Risiko hier. Oh, nicht so viel, nicht so viel, nicht so viel. Ich glaube, das reicht. Eigentlich hätte ich erst essen müssen, dann trinken. So, Mischpulver. Das ist später noch ein bisschen was. Okay, den wollen wir mal sortieren. Schaufel packen wir mal dahin. Das packen wir mal dahin. Beschädigt. Etwa 50 Grad, okay. Aber ich habe das Gefühl, dass die Wärme. Ich habe es jetzt auch in der Daunenjacke drin. Müsste doch eigentlich. Gesundheit. Naja, wir schauen mal. So, jetzt haben wir noch die Uhr hier. Jetzt packen wir mal die Verbände da oben hin. Jetzt packen wir mal da hin. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Klamotten oder mehr Stauraum. Auf jeden Fall. Oder auf jeden Fall noch ein Seil, dass wir uns einen Rucksack craften können. Es ist sehr, sehr warm. Obwohl nicht sehr, sehr warm, aber es geht. Es sieht noch gut aus. Jetzt müssen wir ein bisschen was zu essen suchen. Ich möchte eigentlich am Feuer. Ich wollte gerade sagen, meine Füße brennen. Das ist ja die, ne? Die Fackel da, ne? So, aber wir gehen mal weiter, würde ich sagen. Da ist ein Zombie. Wir haben hier hinten neue Schuhe, ne? Makellos, makellos. Unsere Schuhe sind auch makellos, aber die sind besser hier. Was haben wir da? Abgenutzte Hose. Da kommt doch ein Zombie. Nimm die Schuhe. Ich möchte die nicht unbedingt begegnen, aber die haben zum Teil manchmal auch guten Loot dabei, ja. Hier war doch irgendwo ein Zelt. Ich hatte doch hier irgendwo ein Zelt gesehen. Wo ich vorhin da. Da war doch ein Zelt, ne? Guck mal, uns ist sehr warm. Ich glaube. Packen das mal in die Hose. Also, solange das Leben nicht runtergeht, Essen und Trinken geht runter, ist klar. Hier war doch irgendwo ein Zelt, da läuft ein Spieler.
Mit Waffe auf dem Rücken habe ich nur gesehen. Sind natürlich alle am Looten hier in der City. Ja, mitten auf dem Feld hier ist auch nicht so prall, ne? Guck mal, hier hätten wir, können wir auch Feuer oder hätten wir Feuer machen können? Was heißt eben wegen anderer Spieler? Anderer Überlebender. Ach, junge Dame, wo wollen Sie denn hin? Was ist das da? Ach, eine Mütze würde besser passen eigentlich, ne? Aber ich habe ja eine Mütze auf. Aua! Das war nicht so gut. Auf jeden Fall ist es uns sehr, sehr warm. Zombie? Ich würde mal hier gucken wegen Essen oder sowas. Auf dem Feld. Da war ein Reh. Bringt mir nichts ohne Waffe. So, abgenutzt. Oh, der schwer war man elegant und mollig warm. Das Ding ist. Aber mir ist ja jetzt schon so warm. Abgenutzt und das ist abgenutzt. Aber der ist mollig warm. Ganz ehrlich, nimm den mit. Obwohl die Jacke sieht besser aus, ne? So, egal, was haben wir denn hier noch? Guck mal, Verbände drin. Man muss immer reingucken, ne? Das kann was sehr Interessantes drin sein. Was haben wir denn hier? Eine Sonnenbrille, nehmen wir mal mit. Verband? Nee, ein Hammer. Zwei Zombies. Wir brauchen unbedingt Seil. So, ich hoffe, mir ist echt nicht zu warm, sonst muss ich das Essen geht, solange das Leben nicht runtergeht. Zeigt mir den Loot von den Zombie nicht an, ist ja egal. So eine. Ui! Das Fett! Was ist das für Fett? Fett makellos roh. Ich glaube, hier hat einer ausrangiert. Ich glaube nicht, dass der Loot so normal war. Schmeiß das mal weg. Sowieso runiert, ne? Wir haben Fett, das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Müssen wir jetzt ja eigentlich schon wieder ein Feuer machen hier. Ist das noch ein Jutebeutel hier? Kapuzenpullover. Das ist gut zum Anmachen fürs Feuer. Muss ich mitnehmen, wenn ich kein Feuerzeug habe. Gott sei Dank können wir die Bretter hier nicht nehmen. Man ist ja auch nur an Essen kochen eigentlich, ne? Und um Essen, ja, Rinde abschneiden. Aber ich glaube, wenn wir drin Feuer machen, in der Tonne, die kriegen wir das mit der Dings nicht an, mit der Fackel. Aufteilen. Warte mal, ich musste, glaube ich, anspitzen, ne? Schärfen, halten. Weil wegen das Fleisch. Können wir das denn direkt? Darum muss ich mal ausprobieren, bevor wir das Feuer anmachen. Kombinieren, ja. So. Also das Fett.
Machen wir das da drin oder machen wir das hier draußen? Ich weiß sowieso nicht, was mit der Tonne klappt. Vielleicht wisst ihr das. Wir können auch nach oben gehen. Ich fände mich hier draußen sicherer, als wenn wir nach oben irgendwo gehen. Wenn du hier auch weggesnipert wärst. Können ja auch in so einen Container reingehen. Oh. Ich konnte was sagen, aber komm. Jetzt hätte er mich auch schießen können, ne? Aber ein bisschen Bammel, ne? Ja, schon voll ausgestattet. Hier ist ja auch alles voller Zombies, ne? Aua! Ich blute, das war klar. So, da unten könnte man auch Feuer machen. Ich weiß nicht, was mit der Fackel geht. So, ich weiß auch nicht, wenn ich hier ein Feuer platzieren würde. Ja. Also hier oben drauf, ob es hier auch auf dem Holz rauf geht oder ob es so unten durchbackt. Hier liegt aber viel Loot. Da hinten ist ein Helm, da liegen noch irgendwelche Klamotten rum und... Ja. Jetzt kommen die ganzen Zombies hier. Das ist ein guter Zeitpunkt, um hier die Folge zu beenden, Leute. Ich werde dann mal, ne, auch mal Pause machen, Real-Life-Pause, mir ein Käffchen holen. Mal gucken, in der Zeit, wie die Zombies wieder verschwunden sind. Kann nämlich auch mal auslocken hier oben, das werde ich auch machen. Und dann, ja, seid gespannt, wie es weitergeht. Und bis zur nächsten Folge, euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund, bis dahin. Tschüss, wir leben noch. Dritter Tag, also eine Aufnahme. Wo wir halt noch nicht. Außer, naja, was vorher passierte, so vom Dach fallen, sag ich mal. Ne? Okay, ja, ihr habt ja recht. Ich bin ja schon gestorben. Aber nicht an Spielern oder an Zombies. Nee. Okay, so, genug Geschwafel. 23 Minuten haben wir auf dem Weg. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.